Hallo, du erwartest jetzt die Keynote von der DefensiveCon. Hätte ich jetzt auch erwartet. Leider ist uns ein kleines Malheur passiert. Die ersten 10 Minuten Ton sind nicht aufgezeichnet worden. Insofern ist so ein bisschen der Werdegang und die Historie und worum es eigentlich geht, verloren gegangen. Insofern erkläre ich es euch einmal ganz kurz. Es geht darum, dass die DefensiveCon eben geschaffen wurde, um defensiv statt offensiv zu diskutieren. Hackback, Völkerrecht, Ethik, alles im interdisziplinären Kontext auszutauschen und zu diskutieren. Insofern wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Keynote als auch mit den weiteren Aufzeichnungen. Bis bald. Solche aktiven Dinge gar nicht tun. Und dieser Unterschied kommt nicht von ungefähr. Wir haben eine Trennung zwischen polizeilichen Behörden oder Polizei und auch der nachrichtendienstlichen, geheimdienstlichen Tätigkeit, damit eben nicht nochmal sowas passiert, was schon zweimal war. Und diese Besonderheit hat dazu geführt, dass wir eine Verfassung haben, ein Grundgesetz, was sehr klar und transparent, aber natürlich als Gesetz verklausuliert, darauf abzielt, dass wir diese Freiheit beachten und respektieren müssen, dass im Endeffekt diese gesellschaftliche Moral, die wir haben, die ist da drin hervorragend verankert worden. Allerdings ist es schwierig zu lesen. Wenn man zum Grundgesetz diese Anmerkungspamphlete nimmt, die haben viele, viele Seiten. Wenn man aber mit Rechtswissenschaftlern oder mit Juristen darüber redet, die darauf spezialisiert sind oder sich Podcasts in dem Kontext anhört, die haben sich da echt viele Gedanken gemacht, wie man ein gemeinsames Miteinander so zusammenbekommt, dass es eigentlich eine Harmonie ist. Und dieses Grundgesetz ist wirklich die Basis für alles. Das ist der Ursprung, aus dem all diese Auswirkungen kommen können. Wenn diese Auswirkungen durch die, ich sag mal, falsche ethische Ausrichtung ist jetzt vielleicht ein bisschen verkehrt, aber nicht genug ausgedacht sind in alle Richtungen, also nicht nur in die Defensive, auch in die Offensive. Man muss sich das gesamte Lagebild erarbeiten, um anschließend zu sagen, was wollen wir wie ändern und respektieren wir damit noch alle Punkte im Grundgesetz? Das ist die Frage. Ja, und die wird sich nach unserer Meinung nicht genüge gestellt, weil das ein bisschen es verblasst so ein bisschen. Und dann kommt man halt und sagt, das sind Terroristen, das sind Kinderporno, das OK, also organisierte Kriminalität, die kompromittieren hier alles, alles schlimm und gruselig. Kritische Infrastrukturen sind bedroht, Staat und Verwaltung wird hier massenweise aufgebrochen und kaputt gemacht. Ja, woher kommt das denn? Das kommt nicht daher, dass wir zu wenig offensive Gesetzeslagen haben und mehr Überwachung brauchen. Wir suchen doch die Nadel im Heuhaufen. Da ist doch der Sinn und Zweck nicht, noch mehr Heu drauf zu schmeißen. Ja, noch mehr Daten. Dann finde ich bestimmt die Nadel. Das kann nicht das Ziel sein. Wenn man die bestehenden Befugnisse evaluiert und sagt, was fehlt eigentlich noch, dann kann man auch ganz genau justieren, nachsteuern. Da kann man den Ermittlern erstmal mehr Personal geben, weil am Ende sind Menschen die, die Dinge tun und entscheiden. Technik ist nur eine Unterstützung und nicht der Entscheider. Wenn ich diese autonomen Waffensysteme Diskussionen höre, also über Lethal Autonomous Weapon Systems, am Ende sagt man, naja, irgendwie hat ja jemand diese KI-Entscheidung sozusagen, also das einzusetzen, vorgenommen und der wird dann schon schuld sein. Und dann gucke ich mir nochmal von der Stiftung Neue Verantwortung diese Security Map an. Wer macht eigentlich alles Cyber- und Sicherheitspolitik in Deutschland? Eine A3-Tapete. Und die ist jetzt dreimal aktualisiert worden. Jedes halbe Jahr ist so der Zyklus. Und die ist eigentlich immer outdated, weil ständig neue Agenturen, CITES oder was auch immer dazukommen. Weil nochmal ein Verbund von bestimmten Teilnehmern aus dem staatlichen oder nahen Umfeld mitwirken will und sich auch nochmal überlegt, und wir machen jetzt nochmal ein Setup. Und das wird es dann wirklich. Was passiert tatsächlich? Wir haben eine Verantwortungsdiffusion. Und die Verantwortungsdiffusion führt dazu, dass jeder auf den anderen pointen kann und sagt: Naja, okay, da haben wir jetzt einen Fehler gemacht, das war ein bisschen zu offensiv, da sind Leute gestorben, was auch immer. Ich glaube, der war es. Und dann haben wir einen geschlossenen Ring, ja, Turing Complete, der dann sagt, der andere war es und keiner war es. Aber wir haben Wars. Ja. Die Kriege laufen im Cyberumfeld, die laufen auch im Nicht-Cyberumfeld, das ist völlig Hupe. Davon werden Menschenleben betroffen, und zwar weltweit und auch in Deutschland. Und dann sollten wir uns da auch Gedanken machen, wie wir
wie wir da hinkommen, diese Fragestellungen eigentlich mal so zu adressieren, dass die Politik, dass die Verantwortlichen, die Gesetze machen, diese weitreichenden Entscheidungen auch verstehen, in dem Kontext, wie wir sie eigentlich wahrnehmen, nämlich zu viel Sicherheit kann auch bedeuten, zu wenig Freiheit, die übrig bleibt. Es wird dann ganz schnell abgetan nach dem Motto, ja, aber das Internet ist ein rechtsfreier Raum, das können wir so nicht machen. Gib mir einen juristischen Proof of Concept, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Das ist völliger Humbug. Wenn ich im Internet jemanden wegdosse, dann habe ich eine Straftat begangen. Wenn ich im Internet mir eine Waffe kaufe oder mir im Waffenladen illegal eine kaufe, war das illegal, ist immer noch eine Straftat. Wenn ich als Nazi irgendwie Nazi-Dinge tue im Internet oder auf der Straße, dann ist das nun mal rechtsradikal. Das kann man schön reden, aber es ist immer noch nicht okay. So. Es gibt Gesetzeslagen, es ist alles da, es ist nur nicht in dem Ausmaß da, wie es die verantwortlichen Sicherheitsbehörden eigentlich erwarten, kennen, tun und wollen, weil sie das Alteingesessene der manuellen Abläufe, die sie kennen, in ihren teilweise, muss man auch sagen, prähistorischen Systemen verwalten. Also wenn ich sehe, wie die teilweise arbeiten müssen, ich rente oft genug gegen Sicherheitsbehörden und gegen polizeiliche Behörden oder so und feuer auch ganz viel gegen das BMI und sage, Leute, ihr müsst das BSI deutlich mehr von euch abnabeln etc. Aber machen wir uns nichts vor, wenn man als Polizist wirklich sagt, ich möchte Deutschland schützen, ich möchte die Bürger schützen, ich gehe dahin und habe eine gute Intention, das war eine Ethik, die ist korrekt, ja, die ist wirklich gut. Dann geht er dahin und hat diesen maroden Haufen Elend, guckt sich den ganzen Tag lang irgendwelche kaputten Verbrecher an, die noch frei rumgleiten können, weil eben dieser Freiheitsgedanke im Grundgesetz so exorbitant ausgereizt dokumentiert ist in den Artikeln. Bis du jemanden festnimmst, bis du jemanden wirklich drangsalieren kannst oder eine Freiheitsberaubung vornimmst, ich meine jetzt nicht einfach so auf der Straße, sondern jemanden wirklich in eine geschlossene einpackst oder so. Die Hemmschwelle und die Hürde ist sehr, sehr hoch. Wenn Missbrauch stattfindet, natürlich nicht, aber im Regelfalle oder im definierten Falle ist sie nun mal sehr hoch. Damit sind eigentlich alle Befugnisse schon sehr weitreichend. Die Frage ist nur, nutzen Sie sie in der richtigen Form oder brauchen Sie eigentlich ja, angemessene Systeme, angemessene Ausbildung, um das zu verstehen und auch immer wieder eine offene Fehlerkultur, um mit diesen Fehlern umgehen zu können, um zu sagen, okay, wir haben Scheiße gebaut, wir haben hier eine Tür eingetreten, das war die falsche Wohnung, wir haben hier Leute terrorisiert, da gehen wir auch mal ordentlich hin als, was weiß ich, Polizeipräsident und sag, war ein Fehler, hier ist die Pressemitteilung, Brösel auf unser Haupt, wir haben es gelernt, wir werden darauf achten. Das Vertrauen der Bevölkerung wäre doch dann relativ schnell wieder stabil, selbst in dem nahen Umfeld der Betroffenen. Was aber passiert, ist eher so ein, sieht nach Willkür der Staatsgewalt aus. Es gibt keine offene Fehlerkultur. Du kannst dich nicht an eine neutrale Schiedsstelle wenden und hast wieder dieses Befangenheitsgefühl. Wenn Polizisten gegen Polizisten ermitteln sollen. Ja, also ich mache seit irgendwie über 23 Jahren mache ich IT-Sicherheitsmanagement. Unter anderem ja, beruflich, aber auch in der Freizeit. Und es ist wirklich so, dass in allen Ecken und Kanten ich immer wieder sehe, dass Menschen der Meinung sind, Befangenheit ist nicht so das Problem. Ja, in kritischen Infrastrukturen kommt echt oft vor, dass Leute IT-Leiter und CISO oder ISO oder IT-Sicherheitsbeauftragter in einer Rolle sind. Ja, nehmen wir diese Rolle im Krankenhaus. Ich bin im Krankenhaus IT-Leiter und gleichzeitig Sicherheitsbeauftragter. Ich habe ein krüppeliges Budget von 3.000 Euro, was ich jetzt investieren kann. Ich habe da diese Firewall, die ich kaufen könnte, weil ich müsste da echt meine Firewall vorstellen. Das ist so das absolute Minimum des Stand der Technik, den ich noch nicht mal angemessen erfüllen kann. Und ich habe da dieses neue medizinische Produkt, was Menschenleben retten kann, weil wir effizienter und genauer messen können, wie es demjenigen geht. Na, wie würdet ihr euch entscheiden? Also aus der Ethik, aus der Moral heraus würde ich auch sagen, pfeife auf die Firewall. Aus dem Verantwortungsdruck dieser doppelten Rolle wird das normalerweise derjenige auch so machen und sagen, dann kaufe ich dieses medizinische Produkt, weil das ist der Business Case, das ist die Lebensrettung, wie auch immer. Und in diesem Konflikt leben oft auch eben Leute, die kritische Infrastrukturen betreiben.
Aber wir haben diesen Konflikt eben auch immer da, wo diese Unabhängigkeit nicht ausreichend gewährleistet ist. Ich will aber damit nicht sagen, dass der Staat völlig unabhängig in allen Arten und Formen agieren muss, weil wir brauchen auch eine Form von Kontrollmechanismen und wieder Korrekturmaßnahmen. Ja, diejenigen, die wir bei den Sicherheitsbehörden haben, sind kreativ ausgelegt. Da gibt es noch viel Spielraum nach oben. Das kann man noch erweitern und optimieren. Die können ihre Pflichten eigentlich nicht ordentlich erfüllen, weil sie unterbesetzt sind, zu wenig Infos haben oder teilweise auch gar nicht in die Dinge Einblick bekommen. Als ein Beispiel, die Kontrollinstanzen, die sozusagen den BND prüfen sollen, die können zwar grundsätzlich prüfen, was sie so tun, aber die tatsächlichen Selektoren, davon gibt es irgendwie zwischen 100.000 und 1 Million, hatte der Ulf gesagt gehabt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die haben die noch nie gesehen und die dürfen die auch nicht sehen. Die sind total geheim. Ja, was willst du denn prüfen, wenn du die Selektoren nicht siehst? Also ist der Selektor angemessen? Ist der begründet? Macht es Sinn, nach diesem Selektor zu suchen? Wenn ich diese Frage nicht stellen kann, welche soll ich denn fragen? Macht es Sinn, dass ihr zwischen 100.000 und 1 Million Selektoren habt? Ja, sounds nice. Das ist keine wirkliche unabhängige Prüfung. Insofern, in diesem Kontext Moral und Ethik und die ethische Rekalibrierung und so weiter, muss man auch immer irgendwie in gewisse Form von Unabhängigkeit einbringen, aber nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. Für unser Dafürhalten hat das BSI beispielsweise zu wenig Unabhängigkeit, weil im Herzen des BMI diese Doppelrolle schlägt. Ich muss mich um die Sicherheitsbehörden und deren Interessen kümmern. Ich muss mich aber auch gleichzeitig um die Bürger und die Wirtschaft und die kritischen Infrastrukturen kümmern. Also machen wir da auch ein bisschen von beidem. Ein bisschen von beidem plus Geheimdienstliches oder Nachrichtendienstliches. Wir hätten aber da mehr, weil da gibt es böse Terroristen und alles schlimm. Das triggert natürlich dann auch anders. Das heißt, man hat durchaus ein, wenn man das immer und immer wieder hört und wenn man auch so Situationen wie am Breitscheidplatz erlebt, dann hat man einen Hang dazu zu sagen, das wollen wir nicht nochmal und wir könnten jetzt diese Befugnisse schnell beschließen und dann passt das. Aber das ist zu leicht gedacht. Der einfache Weg ist oftmals nicht der ideale Weg oder der beste Weg. Nehmt euch diese Mühe. Das ist so das, was wir in den nächsten 2 Tagen hier vorstellen wollen. Nehmt euch die Mühe, schaut euch alles von allen Ecken und Kanten an, holt euch alle mögliche Expertise ins Haus und haltet die auch im Haus. Holt die nicht immer nur extern ein, sondern haltet dieses Wissen im Haus, damit das auch langfristig und nachhaltig funktioniert. Wenn ich mir ständig nur, also ich meine, ich bin Externer, ja, ich arbeite als Externer und ich sage, zu viel Externes ist schlecht, weil ich dieses Wissen nicht mehr da habe. Wenn man in den Ministerien guckt, ist teilweise echt nicht mehr viel Wissen an manchen Bereichen da. Und in den komischen Bereichen bin ich eigentlich froh, dass sie nicht da ist, weil das dann irgendwie eine Einführung eines, weiß der Kuckuck, Überwachungssystems ist und sie vergeigen es um Millionen, aber sie vergeigen es auch um Jahre. Und dann sage ich immer, finde ich super, wenn ihr einfach mal 12 Jahre länger als geplant brauchen und 20 Millionen mehr verheizen. Diese 20 Millionen wurden dafür investiert, dass wir 12 Jahre mehr Sicherheit haben, also mehr Freiheit haben im Sinne unserer freiheitlichen Sicherheitsgedanken. Ich finde, das ist für die Freiheit sehr gut investiertes Geld. Sollen sie mehr solche Leute da beschäftigen, aber nicht an der Stelle, wo es wirklich darum geht, diese gesetzlichen Befugnisse weitreichend einzuschränken, weil es der einfachere Weg ist. Insofern wird es auch in dem Programm der DefensiveCon heute wie auch morgen beispielsweise sehr viel um Themen gehen wie Hackback, wo wir das aus ganz verschiedenen Richtungen betrachten und immer wieder konterkarieren und sagen, im Diskurs sozusagen, was ist die juristische Sicht, was ist die zivilgesellschaftliche Sicht, was wollen wir eigentlich und was wollen wir nicht. Wollen wir wirklich Sicherheitslücken zurückhalten und in sogenannten, das KDOC, unser militärisches Konstrukt für den Cyberinformationsraum, hat eine Abteilung ZCO, die ist für offensive Tätigkeiten da. Die haben nur 100, 150 Mann, no Fluktuation, angeblich auch nicht viel Ahnung, aber sie ist trotzdem da. Und wir haben aber im § 87a, Im Grundgesetz steht halt drin, wir haben eine defensive Streitmacht. Offensiv kommt da nicht vor. Sie können natürlich
Unterstützung und Hilfe bieten, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, wir dürfen uns verteidigen, was auch immer. Nur auch da heißt der Punkt natürlich, dafür muss man offensive Wirkmittel vorhalten und man muss damit auch Cyber-Wirkketten auslösen können. Cyber-Wirkketten ist der militärische Sprachgebrauch für, ich greife ein SCADA-System an, ich sorge dafür, dass Strom abgeschaltet wird und nicht mehr verfügbar ist in der kritischen Infrastruktur. Dann kommt nach einer Zeit X eben keine Telekommunikationsinfrastruktur mehr, weil die Akkus ausgehen. Und dann können gewisse Schutzmaßnahmen nicht mehr funktionieren, weil ohne Strom und Kommunikation ist das Zeug kaputt. Ja, ob das ein Radarverteidigungssystem ist, ob das eine fliegende Drohne oder ein fliegendes Waffensystem ist, ist Hupe. Ohne Kommunikation und Strom geht halt nichts. So. Was muss ich denn dafür initial angreifen? Ein SCADA-System, also ein Industrial Control System, eine Industriesteueranlage im Sektor Strom, machen wir es allgemein, ob beim Übertragungsnetzbetreiber oder Kraftwerk. Wenn ich ein Kraftwerk abschalte, wenn ich ein Übertragungsnetz abschalte, wer ist denn davon betroffen? Davon ist doch nicht betroffen das Waffensystem oder nur die militärische Basis. Davon ist auch die Bevölkerung betroffen. Und das ist unter anderem auch eines der Nebenziele eines solchen Angriffs. Wenn also Militär darüber redet, wir wollen Cyber-Wirkketten und Cyber-Wirkfähigkeiten haben und erlangen und durchführen, dann ist eines der ersten Ziele, kritische Infrastrukturen anzugreifen, um eine Destabilisierung der Gesellschaft von innen zu provozieren und umzusetzen. Das ist natürlich aus der militärischen Sicht eine, nennen wir es mal, legitime Denkweise. Ja, man will ja den anderen so weit kaputt machen, dass er einen selber nicht kaputt macht, um es mal ganz salopp zu sagen. Aber wenn das die Denkweise ist, dann heißt das ja umgekehrt, dass sozusagen jedes Militär auf dieser Welt und damit auch sehr nah der Staat und die Verwaltung als auch die jeweils zugehörigen Nachrichtendienste oder Geheimdienste eben diese Form von Verteidigung nur für sich selbst machen will, als Abschottung gegen alle anderen. Wir machen die alle kaputt und jeder für sich hat dann so seine Schutzmaßnahmen und baut sich seine Schwachstellen als Sammelhalter auf, um zu sagen, damit greife ich dann an, wenn was passiert. Aber global betrachtet, wenn man mal auf die Metaebene drüber geht und auf die Welt guckt, sammelt jeder für sich Schwachstellen, bereitet sich jeder auf einen Angriff vor und jeder hat diese ganzen Dinge auf Halde. Und diese Halden führen nicht dazu, dass das eine Abschreckung ist, so wie bei Atomwaffen. Du hast eine Atomwaffe und die ist da, die kannst du auch nicht kopieren, die ist entweder ist die hier oder ist sie rübergeschoben, dann ist sie da drüben. Das kann man auch kontrollieren, da kann man im Rahmen der Proliferation kann man schauen, wie viele sind eigentlich vorhanden und kann sich da auf eine Abrüstung einigen. Bei Cyberwaffen oder, also nennen wir sie mal ganz generisch so, digitale Waffen, wie auch immer, oder eben Schwachstellen, die ich dafür nutze, kann ich das alles nicht machen. Ich kann sie klauen, also kopieren, dann sind sie repliziert und noch mehr vorhanden auf der Welt. Kritische Infrastruktur immer mehr in den Weg, dass eine Standardisierung und sozusagen Normalisierung stattfindet. Es ist immer mehr nicht mehr exklusiv für einen Hersteller oder für einen Betreiber entwickelt, sondern es wird sozusagen Common off the Shelf, COTS, eingesetzt. Durch diese Standardisierung und Globalisierung und Zentralisierung werden natürlich die Kosten niedriger. Man kann deutlich mehr Leute mit dieser kritischen Dienstleistung versorgen, Strom, Wasser, was auch immer. Damit kann auch die Bevölkerung natürlich wachsen und auch stabil leben. Ja, wenn wir diese Industrialisierung nicht hätten, dann könnten wir nicht mit so vielen Menschen auf der Erde leben. Aber es gefährdet eben auch noch mehr, dass eine solche Cyberwirkfähigkeit der Militärs viel intensiver eine Outage provozieren können und der Impact deutlich höher ist. Und es ist also nicht mehr die Frage des, wird was passieren, sondern das Wann und Wo. Und das Wann und Wo, das kann man immer wieder verfolgen, indem man sieht, in Venezuela fällt Strom aus oder in New York ist in Manhattan sehr lange und sehr intensiv Strom ausgefallen. Jetzt hätte ich gesagt, New York, naja, seit 9-11 drehen ja eigentlich alle ab und wollen so krasse Gesetze. Es hat ja einen ganz schönen Umschwung seitdem gegeben, aber trotzdem konnten sie sich nicht davor befreien. Und in Deutschland,
Naja, in Deutschland gibt es das auch. Gucken wir mal hier um die Ecke. In Berlin gab es 30.000 Haushalte und ein Krankenhaus oder 25.000 Haushalte um den Dreh, die dann halt auch mal den ganzen Tag vom Strom disconnected waren, weil die da einen Fehlerzustand hatten. Gut, da war es ein physisches Durchbohren aller zwei Leitungen, die über eine Brücke gingen. Und dann hat man durchgebohrt, erste Leitung kaputt. Ja, dann können wir jetzt weitermachen, weitergebohrt, zweite Leitung kaputt. Gut, dann ist halt Strom weg. Das dauert dann eine Weile, wenn es eine 110 kV-Leitung ist und man zwei Stück reparieren muss. Aber wenn sowas über einen IT-Angriff, über einen Cyberangriff passiert, und das funktioniert auch ganz gut, man guckt mal nach Stuxnet als Klassiker, Triton als die viel fiesere Variante, die eingesetzt wurde. Da wurde ein Safety-System versucht zu kompromittieren und abzuschalten. Und wenn das funktioniert hätte, dann hätte das tatsächlich ein vermutlich SIL-Level-3-Outage gegeben. Sprich, es hätte durchaus mehrere hundert Menschen betroffen, wenn bestimmte Relais und Ventile nicht geschaltet hätten wegen dieser Safety-Abschaltung, dann hätte es zu einem Überdruck geführt und es hätte entweder eine Explosion oder einen Austritt einer Schwefelwolke gegeben bei dem Angriff. Auch das zeigt, dass Cyberwaffen, Schwachstellen oder eben diese ganze Cyberwirkfähigkeit uns durchaus aktiv gefährdet. Und der Sinn und Zweck und das Ziel dieser Veranstaltung ist, das alles aufzuzeigen und aus der Defensive zu zeigen. Wir brauchen keine Offensive, um andere zu bedrängen und zu beeinträchtigen. Und am Ende kann sowas wie ein Bumerang zurückkommen, sondern in der Defensive aufzuzeigen, wie schaffen wir eine Resilienz unserer Gesellschaft, wie schaffen wir eine Resilienz unserer kritischen Infrastrukturen und wie schaffen wir als Bevölkerung und auch die Gesetzgebenden im Rahmen der Gesetze, die brauchen wir dafür, um das zu steuern und zu leiten, dass eine Wiederanlauffähigkeit relativ schnell ist, die Resilienz härter wird mit jedem Mal, dass wir diesen Feedback-Kanal haben und dass wir dann auch wirklich stabil und sicher leben können. Das ist das Ziel dieser Veranstaltung. Ja. In dem Sinne, herzlich willkommen und viel Spaß mit den nächsten Rednern.